Moin Leute, bin mit dem Startup-Taxi in Hamburg unterwegs. Jetzt kommt Tristan von Joybräu. Joybräu ist ein Proteinbier. Das heißt, wenn ihr gut abpumpen wart im Fitnessstudio und keinen Bock auf so einen Zucker-Eiweiß-Shake habt, dann trinkt ihr einfach ein leckeres Eiweißbier. Ich bin gespannt, wie das schmeckt und wie man auf so eine Idee überhaupt kommt und was alles dahinter ist, und freue mich auf Tristan von Joybräu. Moin. Moin Tristan. Hi. Wie geht's? Gut, und dir? Alles bestens. Ja? Unbedingt. Ein bisschen Umzugsstress noch, ne? So kann man das sagen, ja. Ein paar neue Mitarbeiter gerade dazu bekommen. Seid ihr auch hier jetzt neu eingezogen? Ja, vor 3-4 Monaten circa. Genau, aber direkt schon zu klein kalkuliert. Ja? Ja. Ja, warst du heute schon im Gym? Warst du schon ein bisschen sportlich unterwegs gewesen? Heute tatsächlich noch nicht, nur die Kisten schleppen beim Umzug. Ja, okay, das reicht dann auch erstmal, ne? Ja, genau, aber ich versuche schon so 5-6 Mal die Woche anzugehen. Ja, ja, okay, so siehst du auch danach aus. Danke. Also denk mal, dass auch da die Idee entstanden ist, ne? Weil du keinen Bock mehr hattest auf diese Zucker-Eiweiß-Shakes und so. So ist das, ja, ja. So kam die Idee. Die Idee ist tatsächlich meinem Kumpel Erik gekommen. Der ist jetzt auch noch Mitgründer noch am Start. Genau. Wir haben das zusammen gegründet und ihm kam die Idee vor mittlerweile über 3 Jahren. Ah, so lange schon? Ja. Okay. War halt mega aufwendig, das Ganze zu entwickeln. Und er hatte die Idee, als er in Singapur war. Ah, geil. Und dann waren wir beide für unseren damaligen Arbeitgeber noch eingesetzt im Ausland. Eine meiner Lieblingsstädte. Ist geil, oder? Auch schon zweimal da. Richtig fett. Ja. Dann kennst du die Kultur ja auch. Also ja. Ich war wirklich jeden Abend noch Afterwork mit den Kollegen, und aber trotzdem irgendwie Fitness-Drive gehabt. Und dann echt den Proteinshake noch in der einen Hand gehabt und schon das Bier in der anderen. Ah. Und so kam dann die Idee. Ach, so kam die Idee in Singapur. So kam die Idee, weil es da ja so viel Afterwork gibt und so, weil eigentlich ein kühles Bier auch in Singapur viel entspannter ist als so ein Shake, oder? Auf jeden Fall, gerade bei der Hitze. Und wenn du dann richtig viel Sport machst, dann greifst und halt keine Zeit hast, weil du extrem viel arbeitest in Singapur, greifst halt auch richtig häufig zu Shakes. Ja. Und wenn du da 3-4 Shakes jeden Tag trinkst, dann hängen die dir irgendwann so zum Hals raus. Glaube ich dir. Dann noch lieber was Erfrischendes, Kühles. Ein Bier in Singapur kostet ja 6 Euro oder mehr, ne? Katastrophe. Also, da ist dein Bier hier jetzt ja noch günstiger, ne? So ist das, ja. Dagegen ist das ein absolutes Schnäppchen. Ja. Aber es hat natürlich auch Gedanken gemacht, warum gibt es das noch nicht? Weil wir werden mit Sicherheit nicht die Ersten gewesen sein, die auf die Idee gekommen sind. Ja, das gibt es tatsächlich bis jetzt noch nicht? Gibt es tatsächlich noch nicht. Wir sind auch immer noch weltweit das Erste. Okay, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Und denkst du, dass es auch was für den Markt ist, wo du die Idee hattest, nämlich im südostasiatischen Raum? Unbedingt. Mhm. Die lieben Bier, die lieben deutsche Produkte, Qualitätsprodukte. Ja, da kannst du sonst was für einen Preis drauf schreiben und die kaufen das. Wir kennen es auch von verschiedenen befreundeten Brauereien jetzt mittlerweile. Ja, ja. Die versuchen alle zu exportieren nach China. Ja, ja, die haben auch schon Oktoberfest da kopiert und alles. Genau. Ne? Die Oberschicht ist zwar extrem klein, prozentual gesehen. Ja. Aber wenn man sich dann mal anguckt, wie viele Einwohner die haben, sind es halt immer noch 150, 200 Millionen, die da halt einfach extrem viel Geld haben und die deutsches Bier total abfeiern. Ja, das stimmt. Und der Name passt ja auch weltweit. Genau, das war direkt mit dem Hintergedanke auch gemacht. Hab ich mir gedacht, ja. Und wir fangen jetzt auch schon an, weltweit zu gehen. Zeig mir mal so eine Flasche, wie das aussieht. Sehr gerne. Hier schön eiskalt noch das Ganze. Geil. Das heißt, ihr habt da hier so einen King Kong noch mit drauf. Genau, wir haben unseren Gorilla da drauf. Joybräu haben wir den genannt. Joybräu ist das. Dein cooler Buddy, der für jeden Spaß zu haben ist. Ja, dein cooler Gym Buddy. Genau. Und das könnte ich jetzt auch während der Fahrt zischen. Aber unbedingt. Ohne Alkohol, oder? Ja. Kannst du das überhaupt noch trinken? Ist das? Klar. Oder eigentlich schon zum Hals raus? Nee, wir trinken das eigentlich schon noch täglich im Büro. Ja, Tristan, Prost auf Joybräu. Danke für die Einladung. Das ist jetzt ein schön leichtes Bier. Erfrischend mit so einer Zitrusnote drin. Ja. Also es schmeckt jetzt nicht wie ein Krombacher oder so, kein klassisches Pilz. Das war aber auch gar nicht unser Ziel. Schmeckt schon fast ein bisschen Richtung Radler. Ja, genau. Also wir verwenden da so einen ganz besonderen Aromahopfen. Das kann man gut wegzischen. 10-mal gesünder als so ein Shake, ne? Unbedingt, ja. In Shakes hast du ja extrem viel Süßungsmittel auch drin. Mhm. Emulgatoren, Stabilisatoren, was nicht alles. Also jegliche Chemie,
die Industrie dazu bieten hat, hast du da eigentlich mit drin. Und da verzichten wir halt komplett drauf. Also wir brauchen wirklich ein Bier nach deutschem Reinheitsgebot. 21 Gramm pro Flasche. So ist das. Das ist ja ordentlich, ne? Ja, ist wie 100 Gramm Hähnchen. Also das heißt, ich gehe ordentlich in die Eisenkammer und dann geht das direkt im Bizeps rein, so die ganze das, Flasche, ja. Ne? Bestimmt viel Zeit in die Auswahl der Brauerei geflossen, ne? Auf jeden Fall, ja. Ganz das viele hatten da gar keinen Bock drauf. Ja. Haben sowieso nicht an das Produkt geglaubt. Wie habt ihr jetzt das Protein genau da reinbekommen? Also wir haben da sehr lange dran getüftelt. Haben das mit der TU Berlin zusammen gemacht. Mit Lebensmittelchemikern? Brauereitechnologen. Mhm. Die tatsächlich... Ach, guck mal, schon leer gezischt. Ja, das ging aber wirklich fix. Ja, du. Taxifahren macht durstig. Das glaube ich. Ja, also wir haben da mit der TU Berlin zusammengearbeitet. Die sind wirklich absolute Experten auf dem Gebiet. Es gibt eigentlich nur so 3-4 Hochschulen weltweit, die so auf dem Niveau spielen in der Getränkeentwicklung. Mhm. Und da haben wir eben Glück gehabt, dass die TU Berlin richtig Bock auf unser Projekt hatte. Die fanden uns ganz gut, die fanden das Projekt vom Forschungsansatz super spannend, weil es halt eben was ganz Neues ist, was so noch niemals jemand gemacht hat. Ich bin selber auch Hobbybrauer schon vorher gewesen, deswegen so ein bisschen Leidenschaftsprojekt. Ach, schon vor der Singapur-Zeit auch schon? Ja, ja. Würdest du so eine Flasche selber hinkriegen? Den Geschmack und dieses Bier? Ja, keine Chance, nein. Nein? Nein, niemals. Obwohl du ja da schon einiges an Erfahrung hast. Ja, jetzt auch. Das kriegt auch ein normaler Braumeister, der das 5 Jahre gelernt hat und 20 Jahre gearbeitet hat, in dem Beruf nicht hin. Nee? Du brauchst ganz spezielle Anlagen dafür. Die hat sich unsere Partnerbrauerei extra dafür angeschafft. Mhm. Und du brauchst halt auch extrem viel Know-how. Wir haben einen super, super guten Braumeister in unserer Brauerei am Start. Mhm. Und selbst der hat mehrere Anläufe gebraucht, obwohl er ein fertiges Rezept hatte. Wie funktioniert das dann, wenn du mit der Uni zusammenarbeitest? Ist das dann ein Forschungsprojekt, was du bezahlst? Oder wie ist das von der Abwicklung dann? Es ist ein Forschungsprojekt, was wir bezahlt haben. Wir haben halt quasi hauptberuflich gearbeitet. Und alles, was wir eingenommen haben über unseren Hauptjob, haben wir direkt in die Entwicklung gesteckt. Ach krass, da war ich auch einig, dass ihr das so macht. Ja. Genau, wir wollten erstmal keinen Investor drin haben, gerade für die Anfangsphase. Habt ihr auch jetzt noch nicht? Mittlerweile haben wir einen drin. Das war aber so kalkuliert. Wir wollten halt die Entwicklung, das Know-how, alles erstmal selber auf die Reihe kriegen, bis wir dann auch gewisse Assets haben. Und dann, wenn es in die Produktion geht, wo es wirklich teuer wird, wenn du auch direkt auf Masse gehen willst, da haben wir uns dann einen Partner. Aber dann hast du ja auch einen besseren Standpunkt in der Verhandlung, wenn du schon richtig was da hast. Ganz genau, wenn du nicht nur mit einer Idee dastehst, wo die dann direkt 50% haben wollen oder so. Und dann haben wir hauptberuflich halt gearbeitet, sogar beim gleichen Arbeitgeber. Und haben dann da... Und über den wart ihr beide in Singapur? Genau. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Wir haben beim gleichen Arbeitgeber ein duales Studium gemacht. Da habe ich noch eine Spezialinfo für dich. Ich habe ja erzählt, wir machen auch so ein Startup-Event in Bremen. Ja. Wir werden ein Startup-Event jetzt im November in Singapur durchführen. Wirklich? Ja. Ist ja geil. Also vielleicht musst du da dabei sein oder sehr wahrscheinlich, wenn es deinen Zeitplan zulässt. Wie geil. Ja, und so ist es jetzt alles so zusammengewachsen. Ja. Und es ergab sich dann so. Und dann habe ich gesagt, ey, es wäre dumm, wenn wir das nicht mitnehmen. Ja, klar. Und jetzt ziehen wir das durch im November. Und dann im März in Bremen, aber unter der gleichen Marke, die wir jetzt auch komplett neu aufbauen. Perfekt. Ja, voll geil. Ey, deshalb fand ich es gleich witzig, als du gesagt hast, die Idee kam in Singapur. Das ist krass. Und was war ein krasser Fehler, den ihr gemacht habt? Wir haben ganz viel Bemühungen da reingesteckt, unser Produkt in die Gyms zu stecken. Wir haben aber den Kaufprozess nicht zu Ende gedacht. Das war ein Riesenproblem. Wir haben immer gedacht, Displays, okay, cool, wir verkaufen das an Studio, unser Job ist fertig. Ja. Aber wenn die Studios das dann bei denen in den Kühlschrank ins unterste Regal stellen und da eine Reihe Joybrot drin haben, kriegen wir nach 6 Wochen den Anruf, ey Jungs, euer Produkt dreht sich nicht, was verkauft ihr mir hier für eine Scheiße? Mhm. Und dann mussten wir halt auch erstmal die Learnings machen, okay, wir müssen den Leuten mehr mit an die Hand geben, wir müssen unser Produkt wirklich von A bis Z verkaufen und nicht nur den ersten Schritt. Haben euch dann Studios angerufen und gesagt, die Scheiße läuft nicht? Haben wir teilweise gehabt, ja. Und dann habt ihr angefangen nachzudenken? Ja. So ist es, ja. Also der Fehler war vielleicht einfach zu glauben, wir haben so ein geiles Produkt, was so gut in Studios passt oder für Sportler, das schicken wir den einfach und fertig. Ganz genau. Da haben wir einfach uns nicht genügend Gedanken gemacht, dass der Kunde vielleicht so oder so nicht in den Kühlschrank guckt, dass vielleicht das Tresenpersonal auch nicht geschult genug ist, um das Produkt vernünftig zu verkaufen.
ist auch ein Faktor, dass da auch einfach nicht die Wichtigkeit drauf gesetzt wird. Und die haben eben halt auch eine ganze Produktpalette in den Gyms. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, stimmt. Wenn man dann da nicht noch extra was Fettes hinstellt und der 20 andere Produkte im Kühlschrank, dann fällt es nicht auf, dass da was Neues ist. Was kostet so eine Flasche jetzt im Studio? Im Studio ist der UVP 3,50. Mhm. Da ist ja immer ein bisschen höher, ganz normal. Ist ja praktisch Gastro. Ein Shake liegt so bei 2 bis 3 Euro, ne? Ja, meist eher Richtung 3 Euro. Mhm. Wie viel? Und 0,3 dann der Shake. Und das ist ja auch 0,3, ganz ne? Genau. Das ist dann von den Inhaltsstoffen und von der Menge vergleichbar. Auch vom Proteingehalt? Ja. Auch so beim Shake auch so 20 Gramm? So. Genau, so zwischen 20 und 25 Gramm liegen die immer. Und wie viele Flaschen verkauft ihr aktuell im Monat? Also wir produzieren momentan 30.000 Flaschen die Woche. Wir wollen halt unser Produkt jetzt gerade auch sehr stark professionalisieren. Diese Displays kosten extrem viel Geld. Ja? Was kostet das? Was heißt denn teuer? Was kostet denn so ein Ding? Wenn du so ein Display holst im Einkauf, dann bist du, ja, kommt drauf an, wie hochwertig du es machst, aber zwischen 20 und 35 Euro. Oh. Allein die Produktion. Ist das Pappe oder Kunststoff? Pappe. Oh, das war echt viel, ne? Das ist richtig aber das teuer, ist richtig Dinge. Groß dann auch. Genau. Ist das, was ich gesehen habe? Ja, genau. Büro? Dieses, wo dann die Dinger so drinstehen? Ja. Ah, okay, das kostet 20 bis 50. Gut, ja. Das macht natürlich was her. Genau, klar. Macht richtig was her, lohnt sich im Endeffekt auch, aber davon musst du natürlich auch erstmal Stückzahlen abnehmen, damit du einen guten Preis damit realisierst. Damit du überhaupt diese 20 Euro genau. oder 25 auch bekommst, ne? So ist es. Und das musst du dir dann halt erstmal aufs Lager stellen, das sind natürlich Assets im Endeffekt. Hast du auch drüber nachgedacht, jetzt vielleicht nicht nur Bier anzubieten? Wir haben drüber nachgedacht, aber wir würden uns da momentan verzetteln. Na, eine Sache habe ich hier noch dabei. Ja. Das können wir hier kurz. Oh, was ist das denn? Winner. Genau, das war für uns ein Riesenrisiko und ein Riesenglücksfall im Endeffekt. Ja. Wir waren dieses Jahr auf der FIBO, das ist die weltgrößte Fitnessmesse. Habe ich schon von gehört, ja. Und ja, wir haben da uns einen Stand gebucht, komplett auf Verdacht, zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht mal wussten, ob die Rezeptur überhaupt so hinhaut. Das war mit einem riesen Risiko verbunden, da überhaupt teilzunehmen. Haben da extrem viel Geld in die Hand genommen, um da halt einen vernünftigen Stand auch hinzusetzen. Was kostet so ein Stand da? Aber die sind wirklich extrem teuer. Also mit Standbau etc. bist du auf jeden Fall fünfstellig dabei. Wow. Ja. Wir haben zum Glück für die... Für wie viele Tage? 2, 3? 4 Tage ist die Messe. 4 Tage? Ja. Ja. Genau. Wir haben uns halt ein sehr, sehr großes Potenzial ausgerechnet. Wir sind im März auf den Markt gegangen, wollten das Produkt quasi offiziell vorstellen, im April dann auf der FIBO. Und das ist uns zum Glück auch super, super gut gelungen. Wir haben da, die verleihen jedes Jahr so einen Lifestyle and Trend Award. Und den habt ihr jetzt gewonnen? Und den haben wir dieses Jahr gewonnen. Und dementsprechend war die Messe natürlich ein mega Erfolg. Und das war auch einer der Hauptpunkte, der uns dann wirklich den Boost gegeben hat zum Anfang, wodurch wir halt mega viel mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Hätte sich das auch gelohnt, ohne das Ding zu gewinnen? Kann man natürlich schwer beurteilen. Ja, klar. Weil wird das dann da auch verkündet und dann strömen die Leute nochmal zu euch? So ja, genau. Ah, das heißt, also man weiß nicht, wie es ohne den Award verlaufen wäre. Ich glaube tatsächlich auch gut, aber das hat natürlich nochmal einen extremen Boost gegeben. Okay. Das heißt, da seid ihr ein bisschen auf Risiko gegangen, weil es schon eine Menge Kohle war. Genau. Und dann wurdet ihr nochmal extrem belohnt dafür. Ja, da geht ihr ja echt, bei einigen Sachen setzt ihr einfach alles auf eine Karte, ne? Ja, wir sind da nicht sonderlich risikoscheu. Aber wir denken uns einfach, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir müssen alles ausprobieren, wir müssen richtig, richtig Gas geben, bevor vielleicht auch mal ein Wettbewerber auf den Markt kommt oder so. Mhm. Da müssen wir uns jetzt einfach etablieren als das Erste, das Beste, das Original praktisch. Wir wollen quasi das Tempo-Taschentuch der Proteinbeere werden. Ja. Und deswegen müssen wir halt jetzt einfach alles an Wachstum setzen. Kannst du eh nicht schützen lassen, ne? Bedingt, sage ich mal. Gerade dadurch, dass wir halt diese patentierte Hefe nutzen, ohne die es extrem schwer wäre, dieses Produkt zu realisieren. Haben wir da schon eine gewisse Absicherung? Patentiert durch euch? Durch die TU Berlin. Ach, die haben dann das in die Hand genommen. Ganz genau. Das Patent liegt bei denen. Das liegt bei denen. Das ist natürlich auch eine sehr charmante Lösung. Ihr seid alleiniger Nutzer. Genau. Und das habt ihr auch vertraglich abgesehen. Aber klar doch. Ah, das ist natürlich cool, weil so ein Patent, das ist ja ganz schön teuer, ne? Die haben halt ihre eigenen Patentrechtler. Das ist alles abgesichert. Ah, das ist wirklich eine charmante Lösung. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass so ein Modell funktioniert. Genau. Das ist halt echt eine ganz gute Sache.
Und wo ist der Nutzen dann für die, wenn die das Patent halten? Die kriegen natürlich eine gewisse Lizenzgebühr von uns. Ist aber auch ein sehr fairer Vertrag. Ja, finde ich echt mutig, wie er da jetzt in der Anfangsphase schon agiert. Jetzt auch, danke. Dass die Kohle aus dem ersten Job einfach alles da reinhauen. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Da haben wir wirklich alles auf eine Karte gesetzt, ja. Das kann man so sagen. Ja, Leute, wenn euch das genauso begeistert hat wie mich, dann zischt doch mal ein leckeres Joybräu weg. Ja, unbedingt. Schaut vorbei auf unserer Website www.joybräu.de. Würde uns sehr freuen. Ja, und vor allen Dingen kann man das Zeug ja auch trinken, wenn man nicht gerade beim Sport war, ne? Habe ich jetzt ja auch gerade gemerkt. Klar, das geht immer. Und wir sind damit raus. Bam!